Ja, du vergisst vielleicht ganz gerne, welche Leitungsbahnen und Strukturen durch die einzelnen Durchtrittsstellen des Schädels ziehen. Dann bleib dran, denn in diesem Video werde ich dir Eselsbrücken und Merkgeschichten an die Hand geben, wie du dir das auch wirklich langfristig einprägen kannst. Hi, hier ist wieder der Fabi von Happy Hippocampus. Und wenn du jetzt sagst, du weißt noch gar nicht, wo sich welche Durchtrittsstellen befinden, dann schau dir gerne das Video an. Ich verlinke es dir gerne hier oben und hier unten. Ich habe nämlich extra schon ein Video mal aufgenommen, wo du eben dir einprägen kannst, welche Durchtrittsstellen sich überhaupt wo befinden. Das ist nämlich die Grundlage des heutigen Videos. Und heute soll es eben darum gehen, wie du dir einprägen kannst und auch langfristig dir merken kannst, welche Leitungsbahnen, welche Strukturen eben durch die einzelnen Durchtrittsstellen ja ziehen. Denn es ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Es wird gerne im Examen, im Physikum geprüft. In mündlichen Prüfungen ja, kommt das Thema auch öfters dran und du kannst dir einfach ja, mit ein paar einfachen Eselsbrücken dir wirklich da ja, sehr einfach Punkte sichern. Ja, und du kennst das Problem auch, es gibt viele Foramina, viele Durchtrittsstellen, du weißt dann doch nicht mehr, wo ist welche Arterie, welcher Nerv durchgetreten und dafür soll eben dieses Video ja da sein und dir helfen, damit du da einfach das ganz klar trennen kannst und es nicht mehr verwechselst. Ja, den Tipp noch vorab, leg dir gerne einen Anatomieatlas neben dem Video hin, dann kannst du nochmal auch, nicht nur hier, wenn ich es grob zeige, sondern auch wirklich nochmal mitverfolgen und kannst da vielleicht auch dann schon Notizen oder irgendwelche Sachen gleich noch dazu schreiben und du kannst einfach ja besser nachvollziehen, wo wir uns gerade befinden, an welcher Struktur und ja, kannst es wie gesagt einfach nochmal besser nachvollziehen. Okay, starten wir mit dem Foramen Magnum. Wie im letzten Video, falls du eben nicht mehr weißt, warum kommen wir auf dieses Bild. Magnum haben wir uns gemerkt, entweder ein großes Eis oder ein Magnum-Eis, das wir hier vielleicht uns reinstecken oder vorstellen, wie da dieses Eis herauskommt. Und das ist quasi das Ausgangsbild für unsere weitere Merkgeschichte, welche Strukturen eben jetzt hier durchziehen. Und wir werden hier eben die Geschichtsmethode verwenden, sprich wir überlegen uns verschiedene Bilder für die einzelnen Lerninhalte und verknüpfen diese dann eben zu einer lustigen, extrem verrückten, brutalen Geschichte und die können wir uns dann viel einfacher merken, als wenn du dir das irgendwie nur gefühlt 100-mal durchliest. Und wichtig noch ein kleiner Tipp, versuch dir die Sachen zum einen gut zu visualisieren und der zweite Tipp, auch wenn du dir allgemein selbst eigene Geschichten baust, dass du das so ähnlich wie eine Perlenkette strukturierst, dass du den Ausgangspunkt, die eigentlich anatomische Struktur hernimmst für deine Geschichte oder als Startpunkt der Geschichte und verknüpfst dann jedes Bild oder jeden Lerninhalt, den du in ein Bild umwandelst, dann mit diesem Ausgangsbild, in unserem Fall eben dieses große Magnum, große Eis. Und dann ist es wichtig, dass du wirklich das erste Bild mit dem zweiten Bild, das zweite mit dem dritten Bild, das dritte mit dem vierten Bild verknüpfst, dass das eine lineare, wie eben so eine Perlenkette quasi wird, eine lineare Struktur ist, weil du dir das dann viel besser ja einprägen kannst, als wenn das irgendwie so eine Geschichte und ein Klumpen ist quasi in deinem Kopf und das gar nicht mehr linear quasi ja abrufen kannst. Zum einen kannst du es dir besser merken, du kommst nicht durcheinander, du vergisst die Sachen nicht so schnell. Deswegen eben der Tipp zum einen, visualisiere dir die Sachen. Ich werde es auch deswegen bewusst mal nicht einblenden, die Bilder, dass du wirklich dir die Mühe machen musst und ich bitte dich darum, das wirklich auch dir vom inneren Auge vorzustellen, die ganzen Bilder und Geschichten, wo ich dir erzähle, weil dann kannst du es, wenn du es dir visualisierst, viel, viel besser einprägen und wenn es dann noch so eine schöne lineare ja, Struktur und Geschichte ist, ja, funktioniert das Ganze noch besser. Okay, jetzt aber los mit dem Foramen Magnum, mit unserem großen Eis. Ja, als erste Leitungsbahn zieht die Arteria spinalis anterior hindurch. Und wenn du vielleicht unser Lernpaket schon nutzt, dann kennst du vielleicht schon unser Merkbild für anterior. Bei uns ist anterior sind immer Ameisen, weil im Englischen ants ebenso ähnlich klingt oder so ähnlich geschrieben wird wie ant, wie anterior. Deswegen für anterior merken wir uns die ja, Ameisen. Und für spinalis klingt so ähnlich wie Spinne, eine Spinne. Jetzt wollen wir das Ganze mit unserem großen Magnum-Eis verknüpfen. Also kannst du dir vielleicht vorstellen, du willst an diesem Magnum-Eis lecken und oben kommt eine eklige Spinne raus und vielleicht hast du eine Spinnenphobie oder ekelst dich vor Spinnen, denkst du, oh, was macht die auf meinem Eis? Sind wieder Emotionen dabei. Und diese Spinne hat auch noch zudem irgendwelche Parasiten, also Ameisen, die auf dieser Spinne herumkrabbeln. So kannst du dir merken, vielleicht sind die Ameisen so ein großer böser Parasit, dass die Spinne sogar als Bluten anfängt. Und mit Blut kannst du dir eben einprägen, okay, es ist die Arterie. So kannst du herleiten, okay, das Blut wissen wir, weil das ist ja auch immer wichtig, es ist ein Nerv, eine Arterie, eine Vene, dass du dir merkst, okay, die Spinne blutet vielleicht, okay, sind wir bei Arterien, also Arteria, die Spinne für Spinalis und die Ants, die Ameisen für Anterior. Arteria, Spinalis, Anterior. Ja, als nächstes wollen wir uns die Arterie Vertebralis einprägen.
Und Vertebrales bedeutet ja die Wirbelsäule betreffend. Und für uns steht für Vertebrales immer ja eine Giraffe mit einer großen, langen Wirbelsäule. Und da es jetzt eben mehrere Arterien, Arteriae, eben mehrere sind, merken wir uns anstatt nur einer zwei Giraffen. Und jetzt haben wir das neue Bild für den neuen Lerninhalt und verknüpfen diesen eben mit unserem letzten Bild in der Geschichte. Und was waren das? Das war eben die Spinne mit den Ameisen. Und jetzt kannst du dir vorstellen oder kannst selbst überlegen, wie du dir das verknüpfen könntest. Ich würde zum Beispiel vorschlagen, du stellst dir vor, die Giraffen fressen diese Ameise oder diese Ameisen mit der Spinne zusammen auf. Und beide stützen sich drauf und kämpfen vielleicht darum, dann merkst du dir auch noch, okay, es war nicht nur eine, sondern eben zwei. Okay, also die Giraffe, die für Vertebrales steht, damit merken wir uns Arterie vertebralis. Damit du jetzt wieder weißt, dass es Arterien sind, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie die aus dem ja, Hals bluten. Und damit du dir auch einprägen kannst, dass es eben mehrere Arterien sind und dass es eben überhaupt Arterien sind, dass es eben zwei Giraffen sind und die vielleicht aus dem Hals bluten. Ja, als nächstes kannst du dir auch noch gleich merken, dass eben auch das Rückenmark durchzieht. Entweder du kannst dir so herleiten oder weißt es eh schon so, aber noch als kleine ja, Hilfe oder Eselsbrücke, dass die Medulla spinalis, also das Rückenmark, auch durchzieht, kannst du dir vielleicht vorstellen, wie aus dem Hals von den Giraffen nicht nur Blut herauskommt, sondern irgendwie ja, dieses Rückenmark sich rausquetscht und ist vielleicht auch ganz eklig und kannst dir so eben vorstellen, okay, das Rückenmark zieht eben auch durchs Foramen Magnum. Wie gesagt, du kannst es vielleicht eh oder weißt es eh so, dann brauchst du nicht unbedingt das Bild, aber damit es eben vollständig ist, wollte ich dir es noch ja, eben so als kleine Merkhilfe mit auf den Weg geben. Ja, welche Struktur zieht noch als nächstes durch? Und zwar die Radix spinalis nervii accessorii. Komplizierterer Begriff. Bei solchen komplizierteren Begriffen oder ja, Begriffen, die aus mehreren Komponenten bestehen, kannst du auch einfach die einzelnen Komponenten verbildlichen und die in eine kleine Geschichte packen und die dann eben mit der vorangehenden Szene oder mit dem vorgehenden Bild zu ja, verknüpfen. Okay, eins nach dem anderen. Radix klingt vielleicht wie Radieschen. Spinalis hatten wir schon. Könnte wieder die Spinne sein. Und dass es sich eben um den 11. Hirnnerv dabei handelt, kannst du dir merken, 11 kannst du auch wieder verbildlichen, indem du das Zahlbildsystem anwendest. Kennst du vielleicht schon, das Video kann ich dir auch hier oben oder unten mal verlinken. Und zwar wandelt man eben die Ziffern in Bild um. In dem Fall eine 1 steht bei uns immer für ein Gewehr, weil das Gewehr einfach wie ein Strich, wie man eben auch eine 1 schreiben kann, ja, darstellbar ist. Und so ist quasi 1-1 sind zwei Gewehre. Okay. Diese ganzen Bilder verknüpfen wir jetzt wieder mit unserem letzten Bild, mit der Giraffe oder mit den Giraffen. Und da könntest du jetzt vorstellen, okay, aus der Giraffe, die hat ja was gerade gefressen, gefuttert, kommt hinten raus, verdaut, ein Radieschen, das noch hinten drin steckt, für Radix, Radieschen. Und was ist auf dem Radieschen? Da krabbelt vielleicht die Spinne, die es ja vorhin gefressen hat, noch unverdaut hinten drauf rum und ist vielleicht verschmiert und es stinkt und alles ganz eklig. Haben wir wieder Emotionen dabei. Okay, Radieschen mit Spinne. Und dass es sich eben um den 11. Hirnnerv handelt, die zwei Gewehre noch sich irgendwie verknüpfen. Vielleicht ist die Spinne irgendwie, weil die da durch den ganzen ja, Darmtrakt wandern musste, böse und hat zwei Gewehre für die 11 eben, für den 11. Hirnnerv und ballert damit rum. Somit haben wir uns eben gemerkt, Radix spinalis nervi accessorii, also des 11. Hirnnervs. Ja, als nächstes merken wir uns die Arterie spinalis posterioris. Auch hier wieder, wir wandeln die einzelnen Komponenten in Bilder um. Spinalis ist wieder unsere Spinne. Und posterioris, vielleicht kennst du es aus dem Plexus brachialis Video, eines unserer meistgeklicktesten Videos, das Posthorn für posterioris. Okay, jetzt haben wir wieder die einzelnen Komponenten. Wie verknüpfen wir das jetzt mit? Was war das letzte Bild? Quasi die Spinne auf dem Radieschen, die rumgeballert hat, also das Gewehr oder die Gewehre. Jetzt kannst du dir vorstellen, aus diesen Gewehren ballert es erneut wieder andere Spinnen, anstatt ja, Gewehrkugeln fliegen quasi die Spinnen durch die Luft. Und diese Spinne bläst vielleicht den Marsch mit einem Posthorn und trötet da ganz hässlich mit krummen Tönen umher. Also das Gewehr, da fliegen die Spinnen als Gewehrkugeln heraus, die ein Posthorn spielen. Und diese Spinne als Kanonenkugeln, die eigentlich gar nicht dafür gemacht sind, fangen deswegen schon das Bluten an. Dann weißt du wieder, okay, es sind Arterien und es fliegen aus jedem Gewehr eine Spinne. Dann weißt du auch wieder, es waren mehrere, also Plural Arteriae, also mehrere Arterien. Und dass es eben Posteriores heißt, eben das Posthorn oder mit den Posthörnern diese spielen. Und jetzt kannst du dir gleich noch vorstellen, wie die Spinnen vielleicht blau anlaufen. Und dann kannst du dir auch noch die Vena spinalis vorstellen, indem eben die Spinnen blau anlaufen, weil sie durch die Luft fliegen und ihnen dadurch vielleicht schlecht wird. Und dann weißt du auch noch, als letzte Struktur, die eben durch das Foramen Magnum zieht, Vena spinalis. Okay, nochmal ganz kurze Zusammenfassung.
Wie gesagt, stell dir das Ganze gut vor, mach vielleicht kurz die Augen dabei zu und stell dir das wirklich vor deinem inneren Auge vor, dann bleibt es einfach langfristiger ja, hängen. Okay, wir haben uns was gemerkt, das Foramen Magnum, welche ja, Leitungsbahnen da durchziehen. Foramen Magnum war unser Eis. An dem Eis, was war da? Ist oben die Spinne mit den Ants, mit den Ameisen herausgekrochen. Also merken wir uns die Arteria spinalis anterior damit. Dann geht's weiter, überleg, wie geht die Geschichte weiter? Die Spinnen mit den Ants wurden ja von wem gefressen? Genau von den zwei Giraffen, die geblutet haben. Blut für Arterie auch, es waren zwei, deswegen Plural. Warum ja die Giraffe? Eben wegen Wirbelsäule vertebralis, also Arterie vertebralis. Dann, was ist noch passiert? Stell dir das wirklich vor, okay, aus der Giraffe, ja, das gefuttert. Was kam hinten raus? Das Radieschen. Genau, was war drauf? Die Spinne. Und was hat die Spinne gemacht? Mit zwei Gewehren herumgeballert. Also Radieschen für Radix, Spinal oder die Spinne für Spinalis. Dann die zwei Gewehre 1-1 für den 11. Hirnnerv, für den Accessorius, also Nervi Accessorii. Radix Spinalis, Nervi Accessorii. Was ist dann passiert? Was ist noch aus dem ja, Gewehr geflogen gekommen? Genau, es waren wieder die Spinnen, die auch wieder geblutet haben. Und es waren ja zwei, also Arteriae. Spinalis und was haben die gemacht? Auf ihren Posthörnern gespielt für Posterior oder Posterioris, also Arterie spinalis posterioris. Und was haben wir uns noch vorgestellt? Weil die durch die Luft geflogen sind, wurden die blau, die Spinnen, also Vene. Oder haben wir uns gemerkt, dass eben die Vene ist und keine Arterie oder Nerv oder wie auch immer, also die Vena spinalis. Okay, das war jetzt eine umfangreichere Durchtrittsstelle mit ja, sechs Stück, sechs Leitungsbahnen, was nicht so einfach ist. Da auch den Tipp. Wenn du die Geschichtenmethode verwendest, versuch die Geschichten nicht zu lang werden zu lassen. 5, 6 ist so die Grenze, weil bei mir war es der Fall, wenn ich zu lange Geschichten gemacht habe, in meinem Allgemeinmedizinstudium auch, ich habe dann irgendwann die Sachen vergessen, bin durcheinander gekommen. Wenn du dir mehrere Sachen, 10, 20, 30 Sachen einprägen willst, dann werden einfach solche Geschichten zu lang. Dann kann ich dir auf jeden Fall ja, die Loki-Methode oder eben Gedächtnispaläste an die Hand nehmen, weil die eben dafür prädestiniert und ausgelegt sind, dass man sich eben größere Mengen an Lerninhalte einprägen kann. Aber gerade für so 2, 3, 4, 5, 6 Sachen eignet sich eben die Geschichtenmethode wunderbar. Dann noch als kleine Wiederholung oder dass ich dir zeigen will, wie das dann eben in der Prüfung funktionieren kann. Zum Beispiel ist dann in deinem Examen oder Physikum ist dann die Frage, zieht die Arteria spinalis anterior durch eben das Foramen magnum? Oder durch welches Foramina tritt eben die Arteria spinalis anterior? Und da musst du eben ankreuzen, welches Foramen oder welche Durchtrittsstelle die richtig ist. Und da musst du nur überlegen, okay, Arteria spinalis war ja die Spinne mit den Ants oder mit den Ameisen. Wo ist das rauskommen? Ach ja, das war ja an dem Magnum, an dem großen Eis. Also muss es beim Foramen Magnum sein, dass diese Leitungsbahn eben durchtritt. So, jetzt aber zur nächsten Durchtrittsstelle, zum Foramen Lazarum. Und zwar Foramen Lazarum, wie gesagt, im anderen Video haben wir das schon besprochen, wie wir da drauf gekommen sind. Für Lazarum haben wir immer, klingt so ähnlich, das Laserschwert oder einen Laser. Das ist wieder unser Ausgangspunkt für unsere Merkgeschichte jetzt eben fürs Foramen Lazarum. Okay, welche Strukturen, welche zwei treten da jetzt durch? Zum einen der Nervus Petrosus Profundus. Petrosus klingt vielleicht wie Peter, vielleicht kennst du einen Peter, den du dir vorstellen kannst, oder der Geißenbäder von Heidi und wie auch immer. Vielleicht kennst du einen anderen Peter oder kennst einen im Freundeskreis oder in deinem Umfeld, dann kannst du dir diesen Peter vorstellen. Und Profundus, da haben wir auch immer in unseren Merkvideos, Gedächtnispalästen immer das gleiche Bild, den Professor für Profundus. Okay, jetzt wollen wir den Laser mit dem Peter und eben dem Prof verknüpfen. Vielleicht kannst du dir vorstellen, wie der Peter oder du selbst mit diesem Laserschwert ja, kämpft gegen deinen Prof oder deiner Professorin. Vielleicht hast du einen Lieblingsprof oder einen gehassten Prof oder Professorin. Je nachdem, stell dir irgendeinen Professor oder eine Professorin vor, mit der Peter und dem Laser kämpft. Und damit wissen wir dann, wir haben ja den Laser für Foramen Lazarum, den Peter für Petrosus und eben den Professor für Profundus. Und damit es sich jetzt um den Nerven handelt, kannst du dir vorstellen, wie vielleicht in diese kleine Kampfszene ein Blitz reinfährt. Oder kannst du dir vorstellen, vorne der Laser ist vielleicht gelbes Licht und gelb eben für die Farbe des Nervens. Oder Nerven werden ja oft gelb dargestellt. So kannst du dir noch einprägen, okay, es geht um den Nervus Petrosus Profundus. Okay, als nächstes haben wir noch den Nervus Petrosus Major.
Petrosus haben wir schon, den Peter braucht man sich nicht nochmal extra vorstellen und den Major oder Major aus der Armee und damit wieder eine kleine Geschichte. Vielleicht überlegst du dir aus dieser kleinen Kampfszene, wo wir jetzt schon hatten, der Peter mit dem Laser, der eben gekämpft hat gegen ja, den Prof. Jetzt mischt sich auch noch der Major oder Major ein. Und auch hier wieder in die ganze Szene schlägt der Blitz ein. Also mit dem Blitz haben wir uns gemerkt, das ist Nervus, also Nervus, der Peter für Petrosus und der Major für Major. Nervus, Petrosus, Major. Okay, und mit dieser kleinen Szene mit dem Major, mit dem Prof und dem Peter hast du dir gemerkt und dem Blitzen, okay, das sind diese zwei Nerven, die durch das Foramen Lazarum, weil ja mit dem Laser oder Laserschwert gekämpft wird, ja, dass diese zwei Strukturen eben durch das Foramen Lazarum ziehen. So, ich denke, du hast jetzt schon mal einen Eindruck bekommen, wie man vorgehen kann. Die nächsten ja, Durchtrittsstellen, Foramen, Ovale und so weiter, die werde ich dann im zweiten Teil, im nächsten Video dann besprechen. Schreib mir gerne in die Kommentare, wie dir das Video gefallen hat, ob dir das ja, weitergeholfen hat, ob du dir die Geschichten, diese Sachen einprägen konntest. Und schreib mir auch gerne, wenn du sagst, normalerweise werde ich das Video nächste Woche, genau in einer Woche veröffentlichen. Wenn du sagst, oh, du willst es schneller haben, dann schreib es mir gerne in die Kommentare. Wenn ja das ein paar Leute sind, dann bemühe ich mich, dass ich vielleicht den zweiten Teil auch noch früher aufnehme und veröffentliche. Schreib es dann, wie gesagt, gerne in die Kommentare. Abonnier gerne den Kanal, aktiviere das Glöckchen, dann verpasst du auf jeden Fall nicht, wenn dann der zweite Teil oder andere Videos ja, von mir kommen. Und ansonsten teile auch gerne das Video, wenn du sagst, boah, du kennst Leute, denen das auch helfen würde und dir hat es geholfen und gefallen. Würde mich freuen, würde es mich so unterstützen. Ansonsten sehen wir uns im zweiten Teil oder in einem anderen Video hier und ich wünsche dir viel Erfolg beim Lernen und mach's gut. Ciao.